Drei Vorteile einer Wassergeburt für dich und dein Baby. Wenn du überlegst, dein Baby im Wasser zu gebären, dann solltest du dir unbedingt dieses Video anschauen. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren wundervoll schwanger Video. Mein Name ist Julia Schnell, ich bin Mindset- und Empowerment-Coach für Frauen in der ersten Schwangerschaft. Und heute geht es um das Thema Wassergeburt. Die drei Vorteile einer Wassergeburt, die du für dich und dein Baby nutzen kannst, ja, wenn du gerade schwanger bist und überlegst, dein Baby im Wasser zu gebären, vielleicht auch, dass du das Krankenhaus auswählst, wo es das überhaupt gibt, die Option einer Wassergeburt, oder wenn du dich gerade orientierst, nach Geburtshäusern schaust, dann sollst du da einfach im Hinterkopf haben, dass wenn du eine Wassergeburt möchtest für dich, dass du natürlich dann auch den entsprechenden Geburtsort dafür auswählen solltest. Und was sind denn nun die drei Vorteile? Also es gibt natürlich unzählige Vorteile und die drei wichtigsten sind erstens, dass du, wenn du in der Gebärwanne bist, im Wasser bist, dann hast du deinen eigenen geschützten Raum für dich. Du darfst dich völlig wohlfühlen mit deinem wunderschönen Bauch, in diesem Wasser, in deiner puren Schönheit, deiner Nacktheit. Und du darfst für dich sein. Da ist niemand anderes drin, da ist keine Hebamme mit im Wasser. Dein Partner ist nicht dabei. Also du hast einfach deinen eigenen geschützten Raum, was super wichtig ist für die natürliche Geburt, damit die Geburt fließen kann, dass du da in Ruhe bist, dass du auch deine Privatsphäre da hast. Und dass du da in diesem Wohlgefühl dann dein Baby in Ruhe kommen lassen kannst, dass du dich öffnen kannst und dich weiten kannst, damit dein Baby geboren werden kann. Und der zweite essentielle Vorteil ist die aufrechte Haltung, die du haben kannst in der Gebärwanne, oder auch, dass du einfach deine Haltung variieren kannst von übergebeugt auf den Beckenrand und somit zum Beispiel in der Hocke seiend oder im Schneidersitz sitzend. Du kannst aber dich auch natürlich zurücklehnen an den Beckenrand und einfach die Position für deine Beine wählen, die dir da gut tut, und kannst dich einfach auch die Position wechseln. Und die aufrechte Haltung ist ja im Vergleich zur auf dem Kreisbett der liegenden Haltung einfach sehr, sehr gut und hilfreich für deine natürliche Geburt, da dann natürlich die Schwerkraft mitwirkt, dein Baby zu gebären, da das die beste Haltung fürs Becken ist, dass das Becken geweitet ist, anstatt dass du auf dem Rücken liegst und auch auf dem Steißbein liegst und da einfach Druck von unten ist. Wenn du in der aufrechten Haltung bist, dann kann das Becken sich optimal auch noch weiten, während dein Kind durchtritt. Und das ist einfach sehr, sehr erleichternd für dich, für deine Geburt. Du kannst dich auch quasi der Schmerzimpulse entsprechend bewegen. Also die Schmerzen unter der Geburt, die helfen ja, dass sie deinem Körper zeigen, wie du dich bewegen sollst, damit das Kind gut durchs Becken kommt. Und das kannst du alles optimal für dich nutzen, wenn du da in dem Gebärpool bist und in der aufrechten Haltung bist und frei beweglich bist. Und der dritte Vorteil, vor allem auch für dein Baby, ist, dass es ein sehr sanfter Übergang ist in die Welt außerhalb deiner schützenden Gebärmutter. Also dein Baby war ja 9 Monate lang in deinem Bauch, in deiner Gebärmutter, ist da im Fruchtwasser geschwommen, hatte es immer warm und gemütlich und schön. Und badete da im völligen Wohlgefühl. Und aus diesem warmen, feuchten Zustand, in dem dein Baby war, kommt es ja auf die Welt. Auf der Welt ist es erstens viel heller als in deinem Bauch, es ist viel lauter, es ist sehr viel kälter und es ist auf einmal trocken. Und durch die Trockenheit natürlich auch Kälte an der Luft. Und wenn dein Baby nun im Wasser geboren wird, dann kannst du es super mit deinen eigenen Händen auch in Empfang nehmen. Und es hat einfach diesen Übergang erstmal von Wasser, also Fruchtwasser in deiner Gebärmutter, in das warme Wasser vom Geburtspool. Und hat da ein paar Sekunden mehr Zeit, sich quasi
anzupassen, langsam daran, dass es dann außerhalb deiner Gebärmutter dann letztendlich auch auf dem trockenen Land leben wird. Also du kannst da dann auch noch mit deinem Baby eine Weile im Gebärpool sitzen, wenn du es schon geboren hast. Das kann noch halb unter Wasser sein. Das Wasser wärmt noch dein Baby und das ist einfach ein sehr sanfter Start ins Leben deines Kindes. Und auch für dich als werdende Mama ist es einfach ein sehr, sehr schönes Erlebnis, da ganz in Ruhe im warmen Wasser zu sein und sich da ganz, ganz wohlfühlen zu können mit dem gerade angekommenen Baby. Das sind meine drei Hauptvorteile, die ich selber so erlebt habe bei meiner Wassergeburt von meinem ersten Kind. Und es gibt noch unzählige weitere. Ich könnte da noch ganz viel drüber erzählen, aber für heute möchte ich das bei diesen Vorteilen belassen. Und ja, ich finde, Wassergeburt ist einfach eine ganz schöne Form, das Baby zu gebären. Ich habe noch kein Kind an Land bekommen, deshalb kann ich davon gar nichts erzählen. Aber ich kann dir einfach nur ans Herz legen, dass es einfach etwas ganz, ganz Schönes ist, das Kind im Wasser zu gebären. Und wenn du daran interessiert bist, dass du dich dann auch dementsprechend orientierst und organisierst, also dass du an einem Geburtsort bist, wo du die Option hast. Und das ist, finde ich, sowieso auch so ganz wichtig im Hinterkopf zu haben, dass Geburt ja so eine Sache ist, dass es erstens anders kommt und zweitens als man denkt. Also man kann Geburt gar nicht unbedingt planen im Vorhinein, schon gar nicht in den Details. Aber wenn du die Option hast, ins Wasser gehen zu können, wenn du es dann möchtest, das finde ich einfach eine wundervolle Sache. So habe ich das auch gemacht, dass ich da reingefühlt habe, ist es jetzt richtig für mich ins Wasser zu gehen? Ich weiß, das kann mir sehr gut tun, aber ist es jetzt auch gerade tatsächlich das Richtige, wo ich gerade dabei bin, mein Kind zu gebären oder nicht? Und wenn es dann nicht das Richtige gewesen wäre, dann hätte ich mein Kind eben an Land bekommen. Und es gibt ja auch Frauen, die zum Beispiel davon sprechen, dass bestimmte Kinder eben Landkinder sind und andere Kinder eben Wasserkinder sind, ne? Und auch da darfst du als Schwangere und dann als Gebärende unter der Geburt einfach auch vollstes Vertrauen haben, dass du da den richtigen Impuls aus dir selbst heraus bekommst und weißt, ob Wasser oder Land das Richtige für dich und dein Baby ist. In diesem Sinne sende ich alles Liebe an dich. Ich wünsche dir eine wunderschöne Schwangerschaft und eine kraftvolle Geburt für dich und dein Baby und sende dir ganz viel Liebe raus.